Ich brauche einen Partner. Wer kennt den Satz? Kennst du ihn? Brauchst du auch einen Partner? Gibt nirgendwo so viel Trara, Gedöns, Hoffnung, Sehnsucht wie beim Thema Partnerschaft. Ich brauche einen Partner. Ich habe den falschen Partner gefunden und viele, viele andere Dinge. Ja, da wird viel Geld mitgemacht bei unseren Plattformen und jedem sei gegönnt, den Partner dort zu finden, wenn er ihn denn findet. Ich möchte das mal in Frage stellen, ist das wirklich wahr? Brauchst du einen Partner, wenn du gerade keinen hast? Ich sage, das, was jetzt da ist, wünscht sich erstmal Annahme. Heißt, mein Herz sagt, wenn ich gerade keinen Partner habe, kann auch schon länger dauern, dann soll jetzt keiner da sein. Trotzdem dürfen wir uns fragen, wie haben wir das hingekriegt? Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir selber das erschaffen, ob wir einen haben, ob wir keinen haben, ob wir solch einen Partner oder Partnerin haben oder solch einen Partner. Das heißt, alle Erfahrungen, die wir bisher mit und ohne Partner machen und gemacht haben, haben ihren Wert und ihren Sinn und auch ihre Botschaft. Und dennoch darf ich dich erinnern daran, dass du immer schon Schöpfer warst und die Frage ist, wenn du einen Partner anziehen möchtest, dann bitte ich dich, löse dich von dem Gedanken, ich brauche. Denn hör nochmal rein. Wir hören schon von dem Klang der Wörter, welche Energie da drin steckt. Wenn ich sage, ich brauche einen Partner, dann ist da der Klang des Mangels drin. Denn brauchen heißt nichts anderes, als dem Leben, dem Universum zu sagen, ich habe keinen Partner und ich brauche einen, sagt das Universum, ich bin kein Amazon. Das heißt, du kannst dir keinen Partner bestellen, sondern wenn du sagst, ich brauche, dann drückst du das aus, was es in dir denkt. Und das Leben antwortet dir immer wieder dem gleichen Satz, so sei es oder nach deinem Denken geschehen dir. Und wenn du denkst, ich brauche einen Partner, dann sagt das Leben dann, brauche weiter. Denn das ist deine Erklärung. Ich bin im Mangel, sagt das Leben, sei weiter im Mangel. So kann es also nicht gehen. Deswegen überall, wo du denkst, ich brauche, schreib dir nicht nur, was Partner angeht, auf, was du brauchst, was du nicht hast, was zu wenig da ist, etc., weil das Leben immer wieder sagt, so sei es, so ist es, du änderst nichts daran. Brauchen führt dich in den Mangel und hält dich im Zustand des Mangels. Was du als erstes mal brauchst, in Anführungszeichen, wäre die Aufrichtigkeit in der Beziehung zu dir selbst. Frage, magst du dich? Wertschätzt du dich? Liebst du dich? Wie gehst du mit dir selber um? Wenn du mit dir selber liebevoll, zärtlich, geduldig, unterstützend, hilfreich mit dir umgehst, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand kommt, der sagt, dann mache ich das auch mit dir, ob Freunde oder Partner. Solange du mit dir selbst, und ich übertreibe nicht, viele tun es, im Krieg liegst, heißt dich für so manches verurteilst, dich so wie du bist nicht magst, sondern erst denkst, wenn ich so und so bin, wenn ich schlanker bin und das bin und dann fange ich an, mich zu lieben, ja, dann kannst du dir vorstellen, was andere unbewusst tun. Sie bekommen deine Nachricht mit, dass du so wie du heute bist, noch gar nicht liebenswert bist. Warum soll also dein Partner zu dir kommen? Darum wandel das. Mach aus dem Mangelwort brauchen ein Ich bin. Und spür rein, ob du schon glauben kannst. Ich bin liebenswert. Ich bin, wie ich bin, in Ordnung. Und ich habe es so gut gemacht, wie ich es konnte. Das erschafft eine Energie der Harmonie und des Friedens in dir. Und die geht nach draußen. Darum löse dich von diesem Brauchergedanken. Denn wenn einer weiter braucht und das glaubt, dann passiert Folgendes. Er zieht einen an. Er zieht einen an, der glaubt auch zu brauchen. Ich sage immer, Braucher sucht Braucher oder Bauer sucht Frau. Und da kommen beide zusammen und halten sich ganz fest und sagen, wir lassen uns nicht mehr los, wir geben uns jetzt alles und machen, ja, sie gründen eine Verbrauchergemeinschaft. Heißt, die glauben unbewusst, du gibst mir das und wenn du mir das gibst, dann gebe ich dir das. Und dann wieder so zurück. Ja, das ist ein Tauschgeschäft, ein Handel, eine kleine Firma oder eben, wie gesagt, eine Verbrauchergemeinschaft. Und das geht auf Dauer nicht gut, denn da wird aufgerechnet. Nach dem Motto, da gibt es einen, der gibt viel und am Ende sagt, ich habe ein wenig zurückbekommen, du musst mir mehr zurückgeben. Und das hat, wie gesagt, mit Lieben nichts zu tun. Löse dich also aus jedem Brauchen und komm in das Bewusstsein der Fülle.